Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Es kommt aus der Vergangenheit, aus einer kalten, fernen Zeit. Kann sogar sein, dass ihr es kennt und wisst, wie man das Wesen nennt. Meinen Freund Manni zum Aussterben verabredet. Und wenn wir alle rufen, dann kommt er. 3, 4. Manni! Du bist doch nicht Manni! Nein. Du bist Otto. Ja. Wie geht's dir? Ach, frag mich nicht. Wieso? Ach, meine Frau ist mit meinem besten Freund durchgebrannt. Oh. Ja, es ist alles so sinnlos ohne ihn. Nein, es gibt ein altes chinesisches Sprichwort. Wie heißt das denn? Ling Jing Tang Wang Lao. Was heißt das? Weiß nicht, kann kein Chinesisch. Aber weißt du, was der Hammer ist? Nee, was denn? Ein Werkzeug. Warum läufst du denn so komisch? Ich habe die Hose gemacht. Ja, dann brauchst du nicht so krumm zu laufen. Ich bin noch nicht ganz fertig. Aber wir wollen trotzdem Freunde bleiben. Ja. Ich weiß, dann singen wir mal ein Lied von unserer Freundschaft. Oh ja. Also, es hängt an der Wand? Ja.
macht Gitarre. Ja. Und stinkt nach Fisch. Weiß ich nicht. Eine Uhr. Ja, aber eine Uhr stinkt doch nicht nach Fisch. Das habe ich nur gesagt, das ein bisschen schwieriger zu machen. Einen Tag nur so viel Scheiße reden. Ich fang ganz früh an. Also du bist wirklich ein selten dämliches Faultier. Wer? Du. Ich? Ja. Nimm das eventuell zurück. Wer? Du. Ich? Ja. Nein. Dann ist die Sache für mich erledigt. Ach komm, wenn du wirklich so intelligent bist, dann zeig doch mal, wie du es wirklich bist. Na gut. Sagt dir zum Beispiel der Name Lenin etwas? Opa ist voll bis zum Rand, leg ihn einfach an die Wand.